Typisch Deutsch. Willkommen zu Folge 6 von Typisch Deutsch. Mein Name ist Franklin Tumescheid. Heute spreche ich über deutsches Brot. Nach einer Information des Deutschen Brotinstitutes sind im Brotregister in Deutschland zurzeit etwa 3200 Brotsorten registriert. Damit ist Deutschland definitiv der Weltmeister in Sachen Brot. Der wissenschaftliche Beirat des Deutschen Brotinstitutes kürt jedes Jahr das Brot des Jahres. Im Jahr 2020 war das Roggenvollkornbrot. Auf dem rechten Foto sieht man die deutsche Landwirtschaftsministerin Frau Julia Klöckner bei der Vorstellung des Brot des Jahres 2020. Das Brot des Jahres 2021 ist das typische Dreikornbrot. Für die Vielfalt der deutschen Brote gibt es drei verschiedene Gründe. Da ist zum einen ein politischer Grund. Bis weit ins 19. Jahrhundert bestand Deutschland aus vielen autonomen Kleinstaaten, in denen sich die Brotkultur unterschiedlich entwickelt hat. Ein weiterer Grund ist die Tatsache, dass in Deutschland mit Weizen, Roggen und Dinkel drei klassische Getreidearten für die Brotherstellung gedeihen. Der dritte Grund ist ein innovatives Bäckerhandwerk, das ständig auf der Suche nach neuen Brotsorten ist. Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern, in denen eindeutig die Weizenbrote, also die Weißbrote, auf der Beliebtheitsskala ganz oben stehen, sind es in Deutschland die sogenannten Mischbrote. Während im Norden Deutschlands eher die etwas dunkleren Roggenmischbrote gekauft werden, sind es im Süden Deutschlands dann eher die etwas helleren Weizenmischbrote. Beide Mischbrotarten zusammen haben einen Marktanteil von etwa 35% in Deutschland. Auf Platz 2 mit etwa 20% Marktanteil folgt dann das Toastbrot. Toastbrot gibt es in Deutschland als weißes Toastbrot, also als reines Weizentoastbrot, aber auch als Roggentoastbrot. Der höchste Marktanteil liegt aber eindeutig beim weißen Toastbrot. Und auf Platz 3 mit einem Marktanteil von etwa 10% folgen dann die Körner- und Saatenbrote, wie zum Beispiel Leinsamenbrot, Sonnenblumenkernbrot und andere Körner und Saaten. Zwei ganz spezielle Brotarten möchte ich hier noch kurz vorstellen. Das sind zum einen die Brezeln. Die gibt es als deftige Brezel, als Laugenbrezel oder auch als süße Brezel. Und dann gibt es da noch das typisch deutsche Brötchen. Eine kleine Form des Brötchens für eine Person, das nicht mehr als 250 Gramm wiegen darf und nicht mehr als 10% Zucker- oder Fettanteil haben darf, weil es ansonsten ein Feingebäck wäre. Und ich muss gestehen, ich arbeite jetzt seit insgesamt 13 Jahren im Ausland. Das deutsche Brot und vor allen Dingen die deutschen Brötchen sind das, was ich am meisten vermisse. Und damit verabschiede ich mich aus der Ukraine. Bis zum nächsten Mal mit einem typisch deutschen Tschö. Typisch Deutsch.